Ja, Jonas, du bist Pate unserer Größezeigen-Aktion, wo wir die größten Grundschüler Berlins suchen. Erstmal, hast du in dem Alter eigentlich schon Basketball gespielt? In dem Alter noch nicht. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Projekt, um den Breitensport Basketball zu fördern und um auch den jüngeren Kindern halt das Basketballspielen ans Herz zu legen. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die nächsten Monate und Jahre rauskommt. Wie groß bist du mit 10 Jahren gewesen? Das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass ich beim ersten Perso war ich 2,1 Meter, das heißt dementsprechend ein paar Zentimeter kleiner. Also du warst schon einer der Größeren damals, nehme ich an, oder gab es auch in deiner Altersklasse Jungs, die ähnlich groß waren wie du? Es gab auch ein, zwei, die ähnlich groß waren wie ich, aber wenn man sich so die alten Fotos anguckt, dann sieht man immer, dass man so einen Kopf größer war als die anderen. Und hat das auch manchmal zu Problemen geführt bei dir? Was Probleme, sag mal so, als Jüngerer, als Kind oder als Jugendlicher ist es manchmal ein bisschen schwieriger, damit umzugehen, als wenn man dann später älter und reifer und vernünftiger ist. Aber ich denke mal, insgesamt bin ich ganz zufrieden, was so rausgekommen ist. Und ich denke mal, jetzt auch so für die jüngeren Kinder ist es halt natürlich am Anfang vielleicht manchmal für die schwierig, aber durch das Projekt wird dir vielleicht auch dann was gegeben, woraus sie halt dann Vorteil schöpfen können. Und wie wirkt sich denn so eine Größe beim Sporttreiben eigentlich aus? Hast du irgendwie gemerkt, dass das anders ist? Gemerkt, dass es anders ist? Man gewöhnt sich an seinen eigenen Körper, ne? Das heißt, man kennt das ja nicht anders. Es gibt natürlich dann verschiedene Sachen, wo man dann schon Vorteile hat. Basketballspiel natürlich, aber da weiß ich, wenn man Schulsport Volleyball macht oder irgendwie Weitsprung oder Leichtathletik, da war ich auch damals eigentlich ganz gut. Und hat, wie gesagt, alles seine Vor- und Nachteile. Bist du durch deine Größe drauf gekommen, Basketball zu spielen? Oder war es eher umgekehrt, dass du dich für den Sport begeistert hast und dann gerne spielen wolltest? Es hatte schon ein bisschen was mit meiner Größe zu tun, glaube ich, weil ich dann schon sehr groß war und mein Sportlehrer in der Schule damals immer meinte, ja, Jonas, du bist so groß und irgendwie auch ein bisschen koordinativ talentiert, versuchst du mal mit Basketball und ich habe es ausprobiert und hat mir halt super viel Spaß gemacht und ich empfehle halt auch jedem Jugendlichen, der jetzt sehr groß ist oder nicht ganz so groß ist, spielt eigentlich in dem Fall keine Rolle, dass wenn er dass du einfach mal ausprobiert, Basketball zu spielen und wenn es dir Spaß macht, dann Spaß und wenn nicht, dann nicht.